Zurück zur Selbstverantwortung der Menschen, zurück also zum zentralen, für uns zentralen Wert der Freiheit. Einzelne Themen, Freiheit aus Liebe zur Freiheit. Und das ist auch eine Motivation für die Wählerinnen und Wähler, uns ihr Vertrauen zu schenken. Dabei ist Freiheit das Fundament. Warten wir nicht länger. Nie gab es mehr zu tun. Eine Impfpflicht wäre nicht verhältnismäßig. Eine solche Impfpflicht ist ein scharfes Schwert, aber ich glaube, es ist verhältnismäßig. Aber Herr Lindner, es gibt ein absolutes Ende aller Maßnahmen und alle Maßnahmen enden spätestens mit dem Frühlingsbeginn am 20. März 2022. Leider hat der Justizminister Marco Buschmann sich über den Tisch ziehen lassen. Nun merken wir, der Freedom Day wird zum Cheating Day, also zum Betrugstag. Was muss sich denn in der Politik der FDP ändern, damit bei den nächsten Wahlen auch in Niedersachsen ein paar Prozentpunkte mehr rauskommen? Also das war dieser Wahlsonntag eine bittere Wahlniederlage für die FDP. Und als Partei der Eigenverantwortung sucht man natürlich zuerst die Fehler bei sich selbst und nicht bei anderen. Ich würde gern mit Ihnen noch ein Thema ansprechen, was den Herbst und Corona betrifft. Da hat der Bundesjustizminister Buschmann gesagt, dass er sich vorstellen kann, dass dann wieder Regelungen zum Tragen einer Maske in Innenraum Vorschrift sind. Also das, was Marco Buschmann gesagt hat, ist, dass er sich vorstellen kann, dass die Maske eine Rolle spielt. Übrigens gar nicht so sehr ausschließlich wegen Corona. Wir haben ja die Sorge, sagen auch die Mediziner, dass wir eine heftige Influenza-Saison, also Grippesaison bekommen. Das ist unter Umständen noch relevanter diesen Winter als die Corona-Situation, die zum Glück ja im Griff ist. Noch relevanter. What the fuck did I just hear? What the fuck? Noch relevanter. Als Partei der Eigenverantwortung. FDP, du wolltest doch liefern, sprich, dachte der Wähler und wurde zum Wüterich. You are blind, you can see that.